Einen wunderschönen guten Abend zusammen hier heute zum Webinar. Ein bisschen vor 18 Uhr, Stereo Trader Helpdesk, natürlich mit Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier und heute Abend begrüßen. Ich bin gespannt, was Sie für Fragen mitgebracht haben. Ich denke mal, der Dirk auch. Und bevor ich den Bildschirm jetzt übergebe, springen wir einmal direkt rüber zum Risikohinweis. So, ganz wichtig, das Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Am Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, was Sie machen, wie Sie es machen. Und bitte verstehen Sie jetzt nicht, wenn der Dirk gleich irgendwas tun sollte, das Ganze als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, das ist ganz wichtig. Dirk, wenn du ready bist, würde ich den Bildschirm an dich übertragen. Ja, kannst du gerne machen. Okay, perfekt. So. Da kommen schon die richtigen Kommentare. Doch, doch, alle nachmachen. Wird hier schon gestänkert. Ja, so falsch ist es ja meistens auch gar nicht. Auf die Fall so trotzdem natürlich keine gute Idee, schon gar nicht hier während dem Helpdesk, weil da geht es ja einfach, da wird auch mal geklickt, ohne irgendwelchen Sinn. So, dann sage ich an der Stelle mal ein wunderschönes Hallo, beziehungsweise guten Abend, ist ja dunkel draußen, hier zum Helpdesk-Webinar mit FX Flat, beziehungsweise von FX Flat und mit meiner Wenigkeit. Wie der Florian schon gesagt hat, also hier geht es natürlich darum, halt, dass wir möglichst halt Fragen zur Funktionalität eben im Webinar halt entsprechend klären. Und wir dann versuchen dann halt auch Problemsituationen und dergleichen halt nachzustellen. Das ist so der Ansatz von dieser Geschichte hier. Das heißt, alles, was euch einfällt, können wir versuchen in dieser Stunde zu beantworten. Wobei ich hier gerade schon die Kritik hier sehe. Da hat nämlich jetzt einer geschrieben, wo ist er? KL? Das deutsche Handbuch schickt ihr vor Weihnachten noch zu. Ja, das ist ja schon ein Running Gag mit dem deutschen Handbuch. Aber da kann einer von den Teilnehmern, der hier dabei ist, vielleicht was sagen, nämlich ein Kumpel von mir, der Chris, der hat zumindest gesagt, er wäre dabei. Wir machen nämlich jetzt da tatsächlich Dokumentationen in ganz lustigen Sprachen. Ob da Deutsch dabei ist, weiß ich noch gar nicht. Aber eine Kurzdokumentation zumindest mal. Ja, da ist er. So. Aber ist ja auch nicht so wichtig, weil die Software selber ist ja eigentlich meistens selbsterklärend. Und durch die ganzen Fähnchen und die da halt überall mit drin sind, kann man ja halt entsprechend viel davon schon ableiten. So, ich gehe mal rüber auf den Bildschirm. Achso, die Fragen vom, also es sind ja so ein paar Sachen beim letzten Webinar aufgetaucht. Ich kann die jetzt hier nur nicht einblenden. Ich könnte es höchstens hier parallel, Moment, das kann ich aber machen, auf meinem iPad mal irgendwie kurz checken. Das wird natürlich alles notiert. Es sollte ja letzte Woche tatsächlich schon ein Update kommen, allen voran wegen der Statistik und dem Handling mit den Orderlinien. Wo finde ich das jetzt hier? Irgendwie finde ich meine Notizen hier gerade nicht. Und den Orderlinien. Das ist war nicht so einfach so dahingesagt, aber wie oft, wie es eben oft so ist, denkt man, es ist irgendwie alles halb so tragisch, halb so schnell, halb so wild. Aber die neuen, jetzt ohne da zu viel in die Materie einzusteigen, was sich da bei MetaTrader 5 mit dem vorletzten Bild, glaube ich, war es, geändert hat in Sachen Statistik, also Auswertung von den einzelnen Trades, ist halt so ultra kompliziert und hat so einen dermaßen Rattenschwanz, den das nach sich zieht, dass das irgendwie gerade nicht so wirklich ein Ende nimmt. Also es ist fast am Ende und also nur noch ein paar Kleinigkeiten und im Zuge dessen sind aber auch noch ein paar andere Sachen halt dann auch gerade mit korrigiert worden und die jetzt dann tatsächlich auch besser sind als vorher und was dem halt geschuldet ist. So, ich gucke mal ganz kurz, was jetzt schon behoben ist. Also eine Geschichte war ja halt zum Beispiel, dass wir hier zum Beispiel, wenn man halt eine Position aufhat, ich greife jetzt einfach die Sachen mal auf, dass halt hier diese X, beziehungsweise halt das X halt irgendwie nicht klickbar war,
teilweise. Und das sind so Sachen, die haben sich eingeschlichen, weiß der Kuckuck, woher sowas plötzlich kommt, weil es gab ja gar keine neue Version vom Stereo-Trader, dann plötzlich machen die komische Sachen. Das ist ja halt verbessert worden, das sieht man ja auch hier, ne? Das ist jetzt ist in der nächsten Version. Ich hoffe jetzt wirklich, dass wir das die Woche hinkriegen und zumindest mal eine Pre-Release und die große Ankündigung dann wahrscheinlich irgendwie an Heiligabend oder so. Und das heißt, das ist halt also auch im Detail deutlich verbessert worden. Ich kann es nochmal kurz groß machen, so sieht das jetzt in Zukunft aus, ne? Wenn man da mehrere Positionen hat. Und dann hat man hier nicht einfach nur so ein, sorry, ich sollte vielleicht mal auf meinen Bildschirm gehen. Wenn man mehrere Positionen hat, dann hat man hier nicht mehr einfach nur noch so einen Punkt, wie das vorher war, sondern jetzt halt, ne, wie hier jetzt, das sind es zwei Einzelpositionen. Und das heißt, man hat halt hier dann zum Beispiel die Size stehen und kann die halt auch im Scalping, ist es halt echt nett, weil wenn man die Maus gedrückt hält, dann sieht man währenddessen mit jedem Tick, wie sich die PL ändert. Das ist jetzt wahrscheinlich sehr, sehr klein bei euch. Aber so, dass man es wahrscheinlich nur schwierig erkennen kann. Aber zum Arbeiten ist das sehr, sehr hilfreich. Ne? Das sind so Detailverbesserungen. Das heißt, nicht nur das ist behoben, dass die teilweise nicht klickbar sind. Sie sind übrigens immer klickbar. Komischerweise muss man dann manchmal die Maus ganz weit rechts unten in die Ecke bringen und dann funktioniert es dann irgendwie plötzlich. Verrückt. Aber keine Ahnung, woher es kommt. Ist jetzt aber ohnehin halt neu gemacht, sieht man ja. Ne? Und genauso ist halt. Die Break-Even-Berechnung, die ist jetzt halt auch neu. Weiß jetzt nicht, ob ich das hier demonstrieren kann. Dafür bewegt sich der Kurs gerade so ein bisschen wenig. Das heißt, die Break-Even-Linie, das ist gerade heute tatsächlich erst fertig geworden, die bewegt sich jetzt nicht mehr. Also, wenn man Teilauflösung macht, aber das war jetzt gar nicht der Plan. Ich wollte es genau umgekehrt machen. Ja, ist auch okay. So, ja, kriege ich aber jetzt gerade hier nicht wirklich dargestellt. Ah, da ist es doch. Ne? Wenn hier der Break-Even halt ist, das heißt, der ist ja vorher immer so ein bisschen hin und her gesprungen, der ist jetzt hier rocksteady und bewegt sich nicht mehr und ist, so wie ich vermute, auch auf den Tick genau. Ja, das sind so Detailverbesserungen, die jetzt kommen. So, dann wurde noch angesprochen, gerade mal gucken, Statistik MT5, genau, ne? Das ist halt die Großbaustelle gerade, die wird aber behoben sein. Dann irgendwie der Trailbeginn im Single Hedge bei den Einzelpositionen, dass der nicht aktivierbar ist, falls das jemand auf dem Schirm hat, ist auch behoben. Und das waren die drei wichtigsten Sachen. Das andere betraf nur ein Add-on, also Heiken Aschi und MIT-RV, das steht hier noch auf der Liste. Also es sind noch, ist noch, ist fast nichts mehr offen. Auf jeden Fall von den Sachen auch vieles, was jetzt nicht genannt wurde, natürlich. Und weil ich ja halt auch damit arbeite und natürlich die Sachen dann auch finde. So, ne? Also habt ihr schon mal gesehen, das kommt jetzt, habe ich ja beim letzten Mal schon gezeigt. Und das sieht auch alles recht schick aus. Vor allen Dingen hier mit der Break-Even. Hier oben ist auch noch ein Feld dazugekommen, wo jetzt Mittelwert auch steht für den gesamten Trade und nicht für die Einzelposition nur. Ne? Das war ja generell für die, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, das Stereo-Trader auch vielleicht noch nicht so gut kennen. Es wird immer unterschieden zwischen Pool. Gewinn und Verlust und Trade, Gewinn und Verlust. Trade heißt immer alles, was passiert ist zwischen Öffnen von der ersten Position bis zum Schließen der letzten, wird immer alles komplett mitgerechnet und entsprechend halt auch ein Mittelwert dann gebildet. Ne? Das heißt, jetzt habe ich hier ein bisschen viel aufgelöst, deswegen ist der Short jetzt noch nicht wirklich im Gewinn. Aber das hier ist ja der Break-Even von den Positionen, die im Pool drin sind. Das heißt, die gerade noch offen sind. Das hier ist der Break-Even von allem, was ich zwischen dem ersten Klick quasi halt realisiert habe. Ne? Und das ist eben halt hier der zweite Mittelwert, der steht jetzt auch direkt oben unter Trade GmV und dort entsprechend kann man dann halt die Linie genau wie vorher halt auch einblenden und ausblenden. Ne? So, hier hakt es noch ein bisschen bei der Stop-Loss, bei der Darstellung, das sind aber Kleinigkeiten. Ne? Aber generell ist jetzt halt so, dass auch wenn man zum Beispiel halt dann was klickt, also eine Order an den Markt lädt, dass die dann halt von links bis rechts gezeichnet wird, komplett durch, sobald man sie loslässt, eben nicht mehr. Hier beim Stop-Loss genau das Gleiche, wird auch das Risiko direkt mit angezeigt, mit jeder Veränderung von der Maus. Und das sind die Sachen, die jetzt halt eigentlich so weit stehen, bis auf das so eine Kleinigkeit, dass die hier sich manchmal da halt komplett nach links drängt. Das darf natürlich nicht sein. Aber ich bin hier immer in der Entwicklungsversion. Das heißt, da kann es immer mal sein, dass da so ein paar Sachen noch nicht so ganz rund sind. Aber mir ist wichtig, dass wir in dem Webinar entsprechend halt auch die Sachen dann auch direkt checken können, ob da schon was behoben ist.
und oder ob da halt noch was fehlt. Gut, so, dann schauen wir mal. Genau. So, wie kann ich einen zweiten Chart öffnen? Und Florian, kannst du mir so ein bisschen helfen, hier die Übersicht zu behalten gleich, falls du noch da bist? Ja, ich bin da, alles gut. Ich helfe dir. Ja, um die Uhrzeit kann man ja auch mal irgendwie auf die Idee kommen, nicht mehr da zu sein. Von daher könnte ich verstehen. Alles gut. Okay. So, ich fange mal an hier oben bei der ersten Frage. Wie kann ich einen zweiten Chart öffnen und damit hedgen? Das ist halt generell das Thema isolierte Strategien. Das heißt, machen wir das einfach nochmal. Ich gehe mal hier, mache mal eine Position auf. Mache jetzt hier einfach mal Short. So, dann mache ich halt einen zweiten Chart auf. Ein gleiches Handelsinstrument. So, sieht dann so aus. Das heißt, ich habe hier zwei Charts. Einer handelt, der andere nicht. Oh, Moment, hier ist ein bisschen schmal geworden, wahrscheinlich gerade. Ja, Moment, das sieht man wegmachen. So, einer ist aktiv, der andere passiv. Ne? Klar, damit die sich nicht ins Gehege kommen. Wenn man jetzt zwei unterschiedliche Strategien, und das beantwortet die Frage dann nämlich auch gleich, machen möchte, dann geht man einfach auf neue Strategie, nennt die halt, was weiß ich, S2 als Beispiel, und dann legt er eine neue Strategie an. Und das führt eben dazu, dass ich zwei aktive Charts jetzt habe und kann hier genauso handeln wie auf der linken Seite eben auch. Der Unterschied ist nur, egal ob ich jetzt halt hier long gehe, weil ja die Frage jetzt kam hier wegen Hedging, oder short, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Entscheidend ist hier nur, dass entsprechend das alles komplett, wie man hier sieht, voneinander getrennt ist. Ne? Das heißt sowohl Statistik, ja, das war jetzt. Da muss ich, glaube ich, nochmal ran, dass die nicht so aufpoppt. Sowohl Statistik, ne, hat jetzt halt entsprechend halt auch gar nichts damit zu tun. Ich mache es einfach mal so. Ne, sieht man ja hier, als halt eben auch die Position selber. Das heißt, es beeinflusst sich überhaupt nicht. Ich habe zweimal hier US-30 Mini auf, also den Dow, und kann hier vollständig unterschiedlich halt handeln. Ne. Kann man zum Beispiel so machen, wenn man halt, wie jetzt hier gerade die Frage war, wenn man halt hedgen möchte als Beispiel. Oder halt eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel halt Swing und irgendwie Intraday Scalping oder sowas dann halt gleichzeitig machen möchte, dann ist es halt auch sehr hilfreich. Da nutze ich es zum Beispiel halt und das heißt Position dann irgendwie mit einem Stop von 100 Punkten oder was auch immer oder wo man keinen nachziehen kann und trotzdem halt Intraday kann ich aber trotzdem halt weiterhin auch im DAX oder DAO, also im selben Instrument dann handeln. Ne? Also so geht das. Nochmal hier oben ins Menü. Und dann neue Strategie und dann halt, was auch immer man da haben möchte, kann man dann entsprechend dann halt anlegen. Das heißt, ich kann auch hier entsprechend wechseln zwischen den Strategien, die schon da sind. Ne? Wie man sieht, das hier wäre die unbenannt, das ist immer die Voreinstellung und das entsprechend andere, die ich schon mal halt hier irgendwann angelegt habe. Ne? So, ich denke mal, das ist verstanden. Ja, der Rupert. So, der Janis, Tag. Ich gehe hier einfach von oben nach unten durch. Der winkt hier ganz aufgeregt. Ist der Nelson da? Nö, ne? Der Lutz begrüßt nämlich gerade den Nelson. Ich habe ihm schon geschrieben. Ah, okay. Gut. So, wir sehen den Bildschirm nicht. Ja, ich habe es vorhin ja dann auch irgendwann gemerkt. So, was beim History Trading sieht man roten Flaunen. Das ist absichtlich ausgeschaltet. Also, wann man wo irgendwelche Pfeile sieht, das ist, weil das geht ja eigentlich im Steotrader ein bisschen schicker. Und ich habe es jetzt noch nicht probiert in dieser neuen Version. Ich bin jetzt einfach mal todesmutig und schalte es mal an. So, ne? Das heißt, hier sieht man ja, da fehlt jetzt noch der Entry. Aber da sieht man ja halt viel deutlicher, wann man halt wo rein und raus ist, ne? Als jetzt mit irgendwelchen kleinen Pfeilen. Das kann ich ja hier über Trades machen. So, mal gucken, was der hier fabriziert hat. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus auf den ersten Blick, was da halt passiert ist, ne? Das heißt, ich habe hier überall zum Beispiel hier Trade Ende wird halt angezeigt. Dann halt hier gucken, ob da halt irgendwas dabei ist. Erkennt man das hier natürlich auf dem Hintergrund nicht so gut.
Aber da steht zum Beispiel halt Teil-Exit Short. Die ganzen Einzelsachen sind halt hier dabei. Ne? Das heißt, also diese kleinen Pfeile, wie man sie halt im MetaTrader halt hat, also im Tester, die sind hier explizit ausgeschaltet vom SteroTrader, weil die würden sich ja ohnehin nur ins Gehege kommen. Ne? Also, was sind Profiler-Ergebnisse? Etwas, was nicht in der Release auftaucht. Von daher, das ist nur für die Beta-Tester. Da werden immer wieder Messungen gemacht. Also aus Gründen der Performance, um die halt entsprechend ja halt immer gewährleisten zu können, muss halt ständig überall gemessen werden, was wie viel Rechenzeit halt verbraucht. Und das muss dann halt intern so sortiert werden und so priorisiert werden, damit halt eben nicht alles stehen bleibt. Würde alles in jeden Tick gerechnet, dann könnte man nicht mehr handeln. Also das sind die Profiler-Ergebnisse. Aber wie gesagt, sieht man sowieso nicht in der Hauptversion. So, was passiert, wenn ich unter Instrumente den Symboltyp ändere? Einfach machen. Demokonto einfach ausprobieren. Geht ja nichts kaputt. Ja, also gemeint ist das hier. Also ich gehe hier oben auf SteroTrader Einstellungen und habe dann bei Instrument, habe ich ja dann halt, wo ist es, Symboltyp. Ja, das ist hier halt letzten Endes, ist es halt hauptsächlich, sind die Zeiten da halt hinterlegt. Ne? Also hier gibt es ja alles Mögliche. Also zum Beispiel bezogen auf die unterschiedlichen Börsen. Und da ist jetzt zum Beispiel, wenn man halt hier den Dow hat, ist ja dann voreingestellt, die NYSE und CBOT, also die Kassa-Börse und die Future-Börse, die sind halt hier kombiniert. Und genauso könnte ich, glaube ich, hier auch, ja genau, hier ist als Mix das Ganze darstellen. Und das heißt, letzten Endes ist es halt hauptsächlich darauf bezogen, was passiert, wenn ich hier auf Symbol klicke. Ne? Also was da halt an unterschiedlichen, kann es mal ein bisschen kleiner machen, damit man es besser nachvollziehen kann. So, ne? Ich habe ja hier zum Beispiel halt Kassaeröffnung, steht dann hier oben drin. Oder halt hier Vortageskassaschluss, hier die Future-Eröffnung. Und also diese ganzen Darstellungen, ne, die man halt hier ja dann sieht, dann hier der Start vom asiatischen Handel, das kommt entsprechend alles hier von dieser Symboltyp, ne? Weil das wird dann entsprechend zugeordnet, weil ja halt auch nicht alles hinterlegt ist, wenn jetzt zum Beispiel irgendein neues Symbol kommt, was das SteroTrader nicht kennt. Man weiß aber, das wird hauptsächlich zum Beispiel halt hier an der Börse zu den und den Zeiten gehandelt, dann wähle ich die halt hier an der Stelle einfach aus und dann sollten die ganzen Anzeigen halt entsprechend stimmen. Ne? Da muss man sich halt nicht dann irgendwelche Linien da selber einzeichnen, wo wann irgendeine Kassabörse oder was auch immer eröffnet und geschlossen hat, sondern das macht der SteroTrader dann alles automatisch. Genau. Dann hier KL, da kam da noch was nach. Okay, nee. Bei mir speichert die Lots nicht, wenn ich rausgehe, die muss ich immer wieder neu einstellen. Ja, das ist tatsächlich so gewollt. Das hat schlicht und ergreifend Sicherheitsgründe. Und das tatsächlich Absicht. Ich glaube, das überlebt man aber. Ne? Wenn man hier oben einmal nochmal klicken muss, welche Positionsgröße man haben will, ist nicht so schlimm. Aber ist mir lieber, wie wenn es dann nachher heißt, ja, ich habe das nicht gesehen und ich wollte doch gar nicht so groß handeln und plötzlich standen da 10 Lot. Jetzt bin ich 5.000 € ärmer. Da fanden wir das so ein bisschen besser. So, funktioniert das auch im MT4? Was, lieber Ansgar? Das wäre dann halt die Frage. Da vielleicht nochmal nachlegen, was damit gemeint ist mit der Frage. Ich warte mal kurz, vielleicht ist er schnell. Ja, klar, also generell die Features, also fast alles, was im MT5 geht, geht auch im MT4. Was nicht im MT4 geht, ist alles, was mit Future zu tun hat. Ne? Das ist klar. Und das heißt also zum Beispiel Volume Mapping kann ich jetzt hier nicht zeigen. Dazu müsste ich jetzt erst ein Live-Konto hier connecten, dann würde man das sehen. Und aber ansonsten fast alles, was man hier sieht, das geht auch nicht im MT4, dass ich hier Charts überblenden kann von anderen Zeiteinheiten. Aber im Großen und Ganzen war es das schon. Ich würde aber trotzdem wirklich jedem mittlerweile empfehlen, lieber auf den MT5 zu gehen, als auf den
MT4, weil natürlich die ganze Entwicklung ist irgendwann halt, also die findet nicht mehr unsererseits im MT4 statt, sondern ausschließlich im MT5. Und der MT4 wird quasi nur noch kompatibel gehalten. Ja. Okay. Das Einzige, was im MT5 leider nicht geht, das ist im MT4 besser, das ist History Trading, ne? Also wenn man in der Vergangenheit eben Strategien testen will, das geht da nicht. Da haben sie halt bei Metacodes ein bisschen geschludert und das einfach auch nicht schön gelöst. Okay. Dann gucke ich mal weiter. Dann fragt der Reinhard, was ist die Ursache für Abstürze des ST beim Wechsel der Zeiteinheit? Also ich weiß jetzt nicht, welche Version du an der Stelle hast. Wir haben zwischendurch mal nachgebessert, bin mir aber wirklich gerade nicht so ganz sicher, ob die auch als Pre-Release raus ist. Die Geschichte, also bei mir passiert es grundsätzlich gar nicht mehr. Lange nicht gesehen, auch kam ja noch nie in irgendeinem Live-Trading-Webinar vor, auch hier nicht. Behaupte ich jetzt mal, wenn ich jetzt hier irgendwas klicke, da passiert nichts. Ja, das ist eigentlich alles safe. Ich weiß aber, dass es da halt hin und wieder mal zu Problemen kam und auch immer nur zu ganz bestimmten Zeiten. Und für meine Begriffe hängt es damit zusammen, weil die Daten nicht geliefert werden und der MetaTrader sich verheddert. Weil ich habe da so viel irgendwie, bin das, dem so viel nachgegangen, dieser ganzen Geschichte, und bin dann nie auf irgendwas gestoßen. Außer auf eine Sache, die mir halt suspekt vorkam, die wurde dann geändert und seither ist es halt zumindest bei mir komplett weg. Aber halt, ist eine MetaTrader-interne Geschichte und da hat auch leider ganz oft in dem Fall dann halt auch nicht wirklich jemand Lust, sich drum zu kümmern. Aber wie gesagt, mal abwarten, wie es jetzt mit der nächsten Version aussieht. Ich hoffe mal, dass ich das dann halt auch, was von H1 auf M1. H1. M1. Gar kein Problem. Okay. Ne, also man sieht, es ist nicht einfach so ein generelles Problem, aber so MT4, ja. Ne, deswegen habe ich es ja gerade nochmal gesagt. Also der MT4 ist mittlerweile bei Metaquotes auch echt so ein Stiefkind. Ne. Da wird ja auch, soweit ich das irgendwie sehe, auch nichts mehr verbessert. Da wird höchstens noch geflickt. Aber da kommt halt nichts mehr dazu. So, dann gucke ich mal. Ich müsste eigentlich die Fragen woanders jetzt sehen. Also gucke ich immer aus dem Bild raus. Finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn ich so ein Webinar angucke. Was bedeuten die verschiedenen Bezeichnungen verschiedenen Moneylines? Die Moneylines fliegen raus. Da gehen wir jetzt am besten gar nicht mehr drauf ein. Weil die kosten eigentlich auch nur Performance und kein Mensch nutzt die, glaube ich, wirklich. Und ich auch nicht mehr. Die waren mal gut, aber das bringt nichts mehr. Sobald ein Markt zu lange seitwärts läuft, und das machen die ja mittlerweile irgendwie alle, außer Gold vielleicht jetzt gerade noch, aber ansonsten tritt ja alles nur noch auf der Stelle und dann bringt das nichts mehr. Das sollte man ohnehin, wenn man das irgendwie beibehalten will, vielleicht hat ja der Timo Lust, der ist ja auch hier dabei, das als Indikator zu programmieren und dem Rest der Welt kostenlos zur Verfügung zu stellen. Finde der Timo bestimmt total super, die Idee. Nein, Spaß. Aber ich warte auf die Reaktion oder er hat schon sofort hier auf Verbindung trennen geklickt. Das kann natürlich auch sein. Nein, das ist nicht Timos Aufgabe. Ich wollte wirklich über den nur ein bisschen ärgern. Ja, sagt das schon, guter Witz, ja. Nee, also das ist, glaube ich, also gehört für meine Begriffe, so wie jetzt mittlerweile der Stereo Trader aufgebaut ist, auch nicht mehr wirklich da rein, weil es ja eine reine Indikation ist und man die halt ja auch anders machen könnte, nämlich dann tatsächlich über ein SEA. Mal gucken, wenn ich irgendwie mal Langeweile habe, vielleicht packe ich das in Add-on rein und dann mache ich den Quellcode dazu und dann darf man dann selber auch gerne direkt gelästert, das ist schön. Timo hat Zeit, schreibt der Janis, ne? Timo weiß Bescheid. Okay, wo stellst du den Hintergrund mit Anzeige, Instrument und Timeframe? Anzeige, Instrument und Timeframe. Das hier? Ist das gemeint? Falls das gemeint ist, wo man das einstellen kann, das geht hier über das klassische Setup. Ne, nämlich, bin ich jetzt hier im richtigen? Bin ich im M1? Ja. So, das kann man hier einstellen. Da gibt es da unten so diverse Makros.
Ne, hier unten Chart Labeling. Da kann man halt ein bisschen mit rumspielen und da kann man das einstellen, wie man das gerne haben möchte. Auch die Größe, Kontrast und so weiter. Ne, das ist alles hier. Sind die Felder zu finden? Jens, ne? Ich denke mal, das ist aber verstanden. So, kannst du noch mal etwas detaillierter technisches Setup eingehen? Also Server, wo, wie viel, etc. Ja, das ist immer schwierig, da so eine generelle Empfehlung zu geben, ne? Weil jeder hat unterschiedliche Ansprüche. Wenn man irgendwie mit einem Chart unterwegs ist, da kann man eigentlich nehmen, was man will. Das wird halt alles funktionieren und reichen. Ne? Dann gibt es aber halt wirklich welche, die haben da 30 Charts offen. Ne? Der Thorsten zum Beispiel, der hat ja auch immer irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Charts da irgendwie gleichzeitig am Start. Und der hat, soweit ich das bisher gesehen habe, auch nur einen ganz normalen VPS da am Start. Aber wohl auf dem MT4, muss man halt auch dazu sagen, und funktioniert wohl. Aber generell kann man immer sagen, MT5, am besten das gleich mal das Doppelte an Arbeitsspeicher wie MT4. Muss man einfach so sagen, alles andere bringt nichts. Also im MT4 reicht dann vielleicht ein VPS mit irgendwie 4 GB oder so. Und der MT5 macht da schlicht und ergreifend die Grätsche mit dem Stereo-Trader. Ne, weil das ist zwar mit, ja, ne, Ingo, hast doch recht gehabt, ne? Vielleicht doch einfach klicken, wenn ich auch klicke. Es waren gerade irgendwie, wie viele Punkte waren das? Ne? Das gucken wir jetzt mal hier. Das Experiment hier in der Live-Vorführung. Ja, hat es richtig gerechnet, 49 Punkte. So, gibt es dann, glaube ich, auch gleich zu, das Overnight gibt zumindest. Okay, jetzt bin ich kurz aus Konzept, genau, 30 Charts. Also, MT5, der Unterschied ist einfach der, wobei mittlerweile MT4 ist ja, glaube ich, mittlerweile auch 64-Bit. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber es heißt immer schön, ja, 64-Bit, alles viel toller. 64-Bit, habe ich schon ein paar Mal gesagt, das heißt vor allen Dingen zuallererst mal, doppelt so viel Arbeitsspeicher wie 32-Bit. Erstmal sonst gar nichts. Es kann sein, dass da halt ein paar Sachen besser laufen. Natürlich irgendwie Grafikanwendungen und dergleichen, die aber hier jetzt nicht so wahnsinnig halt zum Einsatz kommen. Aber generell bedeutet 64-Bit zuallererst immer mal doppelt so viel Arbeitsspeicher. Das heißt, 64-Bit-Kiste mit 8 GB kann man für meine Begriffe vergessen. Und das sollten schon irgendwie eine 16 dann dran stehen und dann wird es halt ein bisschen teurer. Also wenn man VPS nimmt, VPS ist eh immer so ein bisschen schwierig. Ich habe da ja auch schon alles Mögliche ausprobiert. Da muss man ein bisschen Glück haben mit dem Anbieter, weil letzten Endes, ne, ein VPS ist ja nichts anderes als so ein Teilbereich von einem echten Server, den man der dann halt mietet. Und wenn man dann Pech hat, dann hocken da 200 andere Leute mit drauf. Und wenn die alle im MetaTrader und im StereoTrader unterwegs sind, dann wird das Ding irgendwann zusammenbrechen. Und das wird sich anfühlen wie zähes irgendwas. Das wird nicht funktionieren. Aber wie gesagt, da kann man Glück haben. Am besten irgendwie versuchen, irgendwo einen Anbieter zu finden, der für Trading gar nicht bekannt ist. Dann hat man wahrscheinlich die besten Chancen, dass man da eine gute Performance bekommt. Aber generell ist das für meine Begriffe schon so ein Richtwert. 16 GB sollte man schon irgendwie machen. Was die CPU und so weiter angeht, das ist eh dann die Frage, was kriegt man da im Endeffekt halt, ne? Das ist halt schon klar. Und wenn man es halt zu Hause macht, da reicht dann wahrscheinlich auch weniger, da reichen auch vielleicht 12 GB. Vielleicht geht es da sogar mit 8, weil da halt sonst nicht viel drauf läuft. Aber wie gesagt, 8 GB ist wirklich allerunterste Grenze. Bei Windows 10 ja sowieso, ne? Deswegen würde ich da nie unter 16 anfangen, weil es gibt irgendwann Probleme. So, ich hoffe, das hat so ein bisschen geholfen. So, okay, ich gucke mich mal durch. Wird es das History Trading auch mal für MT5 geben? Wahrscheinlich nicht. Also solange, also fragt hier der Marcel, solange MetaQuotes den Tester nicht besser macht, wird das nicht funktionieren. Und damit hängt es einfach zusammen, ne? Weil man kann zum Beispiel im MetaTrader 5, im History Trading, kann man nicht mal Indikatoren irgendwie hinzufügen. Ich habe dort auch keine Möglichkeit, also zum Beispiel die ganzen Textfelder, die ich halt hier habe im StereoTrader, die funktionieren dort schlicht und ergreifend alle nicht. Ne? Und deswegen macht das gar keinen Sinn. Also grundsätzlich in der Beta-Version, ich weiß nicht, ob es freigeschaltet ist, also bitte nicht festnageln drauf, aber ich glaube, in der Beta-Version geht es. Aber dort wird man dann auch sehen,
Das geht einfach, das ist eine Katastrophe, das will keiner haben, so wie das momentan ist. Und das kann man so nicht als History Trading verkaufen, in Anführungszeichen. Das ist einfach unschick. Aber generell, was halt eben das angeht, die Funktionalität, wenn man wirklich Strategien testen will, da kann man es auch mit dem MT4 machen. Dann installiert man sich halt einen zusätzlichen MT4 mit einem Demokonto und macht halt dort dann halt sein Strategietesting. Dort läuft es ja sauber. Also von daher, da gibt es ja nicht wirklich einen Grund, auf ein MT5 zu gehen. Zumal man das Ganze sowieso halt, also im Chart halt sowieso halt da auch nicht zeichnen kann und so weiter, ne? Während History Trading. Das ist leider schade, ich weiß das, aber ich kann es nicht ändern. Also der Timo sagt hier noch, was die VPS angeht, CPU und Taktrate sind wichtiger als RAM. Also ich behaupte mal, es ist beides halt wichtig, ne? Weil letzten Endes, klar, ich meine, wenn ich halt, je mehr User ich drauf habe, umso mehr wird natürlich meine CPU beansprucht, aber halt eben halt auch der Speicher. Also klar, sollte man schon irgendwie auf beides gucken. Und generell ist halt hier so, wer zu wenig bezahlt, zahlt zweimal. Ne? Also lieber dann halt ein paar Euro mehr ausgeben und als da halt zu viel zu geizen. Ich meine, letzten Endes ist es ein Werkzeug zum Geld verdienen und das darf ja auch für meine Begriffe immer so ein bisschen Geld kosten. Darf aber halt auch nicht vergessen, das ist vielleicht auch mal wichtig, jemand, der halt einen VPS irgendwo mietet, ne? Ich meine, grundsätzlich klingt das immer ganz nett. So, ich habe jetzt einen VPS und alles ist toll. Man ist aber der Systemadministrator, ne? Das heißt, der Serveradministrator. Und wenn man so gar keinen Schimmer davon hat, kann man da natürlich auch ganz schnell ganz viel verbocken und hat dann nachher halt Probleme drauf, die man halt von dem Computer zu Hause überhaupt gar nicht kennt und sieht sich mit Dingen konfrontiert, mit denen man sich nicht auskennt. Ne? Da sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil da ist dann keiner in der Hotline, wo man anrufen kann und sagen kann, das geht nicht mehr. Und dann sagt der nämlich, ja, Sie sind der Serveradministrator. Und das heißt, da wird einem immer nur bis zum bestimmten Grad halt geholfen. Ne? Was ich übrigens mal ausprobiert habe, da vielleicht doch noch ein Einwand. Was ich mal probiert habe, ist Microsoft Azure. Spreche das richtig aus? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Das ist zwar teuer, muss man leider sagen, aber man kann sich wirklich mit ein paar Klicks innerhalb von Minuten einen Computer zusammenbauen, wie man ihn quasi haben will. Da kann ich halt wirklich genau sagen, boah, ich hätte gerne so und so viel Arbeitsspeicher, so und so viel Festplattenspeicher, die CPU und klickt sich das wirklich zusammen. Und dann kriegt man Login 3 Minuten später oder so und hat da völlig fertiges Windows dann irgendwie auf einem Server in der Cloud. Aber halt, wie gesagt, in der echten Cloud, nicht irgendwo als Teil von einem Server. Das heißt, die Ressourcen sind dann halt irgendwo über den Planeten verteilt. Und das funktioniert echt gut, ne? Also, aber wie gesagt, muss man sich genau angucken. Das geht von ganz günstig bis ganz teuer. Aber man kann sich da halt wirklich auch einen Supercomputer zusammenklicken, der dann Sekunden oder Minuten genau dann irgendwie abgerechnet wird, ne? Das kann man sich, das, wer da halt irgendwie sagt, na gut, ich gebe lieber ein paar Euro mehr aus, der kann sich das wirklich mal angucken. Ne? Also wie gesagt, Microsoft Azure schreibt man Azure. Microsoft Azure. Wie Azure Blau. Da kommt jetzt auch die Frage, was ich nutze. Ich nutze einen Server. Ne? Das heißt, das ist ein eigener Server, da hängt sonst gar nichts drauf, außer das Trading von mir und die Entwicklungsumgebung, das war's. Und ist aber auch, also da habe ich auch technische Unterstützung gebraucht. Der Timo hat mir da geholfen, der kennt sich da ein bisschen besser aus mit der Thematik als ich. Und das ist halt auch von der Administration. Mittlerweile läuft das Ding halt, ne? Ich muss eigentlich großartig nichts mehr machen. Und toi, toi, toi. Und aber das ist natürlich von der Performance ist es halt schon richtig gut, ne? Aber das geht halt los mit Windows-Lizenz irgendwie ab 100 € im Monat ungefähr. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen teurer, aber von der Performance überhaupt kein Vergleich. Das ist halt klar. Gut, wie kann ich die Kerzenfarben dauerhaft ändern? Ich glaube, die Frage haben wir, also fragt hier der Oliver, bis jetzt in jedem Help des Webinar beantwortet. Aber ich verstehe auch, dass nicht jeder immer überall dabei ist. Generell, wenn man halt ein eigenes Layout haben möchte, immer, egal ob das jetzt Kerzenfarben oder sonst was sind, hier bei Layout auf Custom stellen. Ne? Chartthema Custom. Ansonsten wird es einfach immer überschrieben, sobald man den Chart wieder aufmacht und lädt.
Und dann, wenn ich das eingestellt habe, kann ich jetzt mit dem Chart machen, was ich will. Und da werden auch die Kerzenfarben und so weiter mitgespeichert. So, jetzt müssen wir nur langsam ein bisschen aufpassen hier mit den Fragen, dass wir die überhaupt alle durchgehen, nicht, dass es zu viel wird. Die Chart-Einstellung, ja, dann haben wir es ja auch, ne? Nochmal beenden, MT5 im nächsten, müssen wir wieder Schaltflächen neu aktivieren. Nee, das stimmt überhaupt nicht mal so, stimmt nicht. Haben wir hier auch im Help das schon live vorgeführt, dass das nicht so ist. Ne? Also, wenn ich alle, egal was ich hier einstelle, das haben wir tatsächlich im letzten Help das vorgeführt, egal was ich hier einstelle, es bleibt drin. Und es gibt aber, das sollte man wissen, es gibt zum Beispiel halt Virenprogramme und sonstige Tools, wenn man auf dem VPS ist, die halt meinen, irgendwie aufpassen zu müssen, welche Dateien von der Software irgendwo geschrieben werden und stellen die und löschen die halt am Ende, beziehungsweise stellen das Original wieder her. Und wenn man da halt irgendwie ein VPS oder irgendwas dahinter hat, dann war das nämlich gerade das Stichwort hier für Systemadministrator. Es gibt solche Tools und die machen genau das. Das heißt, die werfen im Zweifelsfall irgendwie alles weg. Weil wie gesagt, wir haben es im letzten, ich glaube, es wirklich war das letzte Help, das Webinar hier wirklich live vorgeführt, den MetaTrader geschlossen, alles neu gestartet und es war nachher alles genau, wie es vorher war. Ist also definitiv kein generelles Problem. Friederik, guck dir das irgendwie bitte nochmal an, vielleicht da wirklich auch im letzten Helpdesk. So, strategische Order. Da bin ich raus. Andreas, sorry. Das artet nämlich leider immer aus. Der Timo macht ja auch Webinare. Und wo das ja halt auch immer wieder mal ein Thema ist, mit dem Frank Eschmann zusammen, lieber bei den beiden Jungs mal irgendwie anschließen. Die sind da wesentlich tiefer drin als ich. So, ich finde die Lutz-Voreinstellung für Trail ab nicht mehr in den Einstellungen. Kannst du die mal zeigen? Trail Beginn. Ne? Also Lutz fragt gerade ab, wie man das einstellt, ab wo getrailt werden soll. Wenn ich jetzt halt hier Short gehe und sage Trail, ne? Generell habe ich ja halt hier das Ding, was ich durch die Gegend schieben kann. Oder ich kann es halt hier einstellen. Ne? Dann halt eben auf und runter klicken. Das hat sich eigentlich ja nie geändert. Ne? Dauerhaft macht er das gar nicht. Also beziehungsweise der macht immer nur halt für die, für das, was das letztes drin war, das bleibt dann halt eben erhalten. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier Trail Begin 34 und dann steht das auch beim nächsten Mal noch da. Da sind so komische in den Standards. Lutz, streng dich mal an. Ich weiß nicht, was du meinst. In den Standards. Da musst du noch mal. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was du meinst. Tut mir leid. Ab Dirk? Januar auch bei FX Flat, sagt der Timo gerade, macht er Genau, Webinare. da wollte ich gerade noch zu sagen, ne? Ach, Also cool. Grid-Orders wird auch kommen mit Timo ab nächstem Jahr, ne? Ja, cool. Da kann der Timo auch noch das Helpdesk machen. Hat er eh schon angeboten, glaube ich. Der weiß eh, der Timo, ne, ganz ehrlich. Der kommt immer mit Sachen, da sage ich, hä? Echt? Ist das so? Ich bin gespannt. Ja. Jetzt ist er wieder ruhig. Ha, der Timo. Timo ist schon ein guter. Der findet vor allen Dingen mal alles. Wenn ich immer sage, so funktioniert es, ist fertig, kannst gucken, findet er erstmal einen Fehler, den wo ich noch gar nicht wusste, dass es die Funktion überhaupt gibt. So, gut. Lutz, bitte beschreib's bitte ganz genau. Ne? Weil das bringt so nicht viel. So. Features, okay. Die zu 1.6.5. Moment, ich gehe mal die Fragen durch. Gibt es ein YouTube-Tutorial zum Stereo, das alle wesentlichen Funktionalitäten einfach erklärt? Es gibt nur ein knappes Tutorial, was die neuen Funktionen erklärt, also von der Version 2.5. Da gibt es was, aber jetzt nicht irgendwie alles. Und
Ich Weil es würde ist sagen, Dirk, halt. ich poste ihm einmal die Ja. Know-how-Reihe rein und Ja. das 2.5er-Video, ja? Genau. Weil wir haben ja halt mal so eine Reihe gemacht hier mit FX Flat, wo halt so die ganzen Basics Step by Step dann halt vorgestellt wurden. Das war eine ganze Latte an Webinaren. Und um das generell zu verstehen und das Handling halt dann auch zu verinnerlichen, ist das, glaube ich, schon recht hilfreich, ne? So, der Lutz, im neuen Chart steht der Trail auf 10, Abstand 0, den will ich verändern, dauerhaft. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also, wenn das, generell sollte er das speichern. Wenn im Steo-Hedge da irgendwas fehlt, gucke ich mir das mal an. Aber generell wird das ja einfach nur gespeichert, das, was halt hier drin steht. Ne? Wenn ich einen neuen Chart aufmache, kann ich gerade mal versuchen. Sieht man es ja, ich gehe mal. Flat. So, ich hoffe, ihr habt alles nachgehandelt hier. Ne? Weil der Florian hat ja ganz zu Beginn extra gesagt, man soll unbedingt alles nachhandeln. Das habe ich auf keinen Fall gesagt. Nein, ich mache nur Spaß. Also, liebe BaFin, das war ein Spaß. Wir haben es explizit ausgeklammert am Anfang. So, aber der Markt ist halt short, ne? Ich meine, das ist ja auch nicht so schwer, hier jetzt immer irgendwie ein paar Punkte zu machen. So, also 34,5, gucken wir mal, wenn ich den jetzt zumache und nochmal aufmache. Erstmal mein Glas hier wegstellen. So, neues Chartfenster. So, 34,5, ne? Also, das so in dieser Form wird es ja dann halt gespeichert. Deswegen sollte das auch eigentlich kein Problem sein. Stereo Hedge sagt dann gut. Guck ich mal. Wie gesagt, es kann sein. Ich will das dann nicht ausschließen. Vor allen Dingen, ich habe ja immer die Grundeinstellung. Ich bin ja immer super froh, wenn ich was schuld bin und nicht irgendwie sagen muss, ja, Meta-Quotes oder sonst wer. Weil wenn ich alleine schuld bin, dann kann ich es auch alleine beheben. Das gilt übrigens für alles im Leben, finde ich. Also, Stereo Hedge. So, dann gucke ich mal. Ist hier ein kleiner philosophischer Ausflug. Sorry. Also, stelle ich hier mal zwei Werte ein. 25, 10 und 34,5 hatten wir eh schon. Genau. So, mache ich mal zu. Mach mal auf. Geht 34,5, 25, 10. Lutz. Da muss irgendwas anderes irgendwie reinspielen. Ne? Aber geht auf jeden Fall. Das sind ja immer dann die letzten Einstellungen, die dann halt bleiben. So, jetzt mache ich mal wieder den normalen Modus an, um hier nicht alle zu verwirren, weil das ja schon so ein sehr, sehr spezieller Handelsmodus. Und den die wenigsten auch nutzen. Bitte, bitte, Lutz. Aber wenn es bei dir nicht geht, also es ist mir ein Rätsel, ne? Also gibt es jetzt nicht wirklich einen Grund. Aber könnte höchstens, also ich meine, wenn du zwei, aber das geht ja eigentlich auch nicht, ne? Wenn du zwei aktive Charts auf hast mit der gleichen Strategie, dann wäre das natürlich eine Erklärung, aber das macht ja keinen Sinn. Okay, so, dann gehe ich mal weiter. Wieso sind die Einstiegskaro nicht am richtigen Ort, fragt der Patrick. Das hängt mit der Statistik zusammen. Um es mal kurz zu erklären, warum es auch da die ganze Zeit gehakt hat bei der Statistik. Ne? Man sieht auch, wird jetzt auch nicht gespeichert. Das ist jetzt aktuell Baustelle, die aber jetzt heute nicht mehr, aber morgen dann hoffe ich zugemacht wird. Das liegt einfach daran, weil es war vorher halt immer so, ich habe einen Trade zugemacht. Und dann hat mir der MetaTrader mitgeteilt, pass auf, da war das Ding zu und du hast einen Profit von so und so viel Punkten. So, jetzt ist es seit dem vorletzten Bild oder wann auch immer, ist es plötzlich so, machst einen Trade zu und du fragst, was habe ich verdient?
Und dann sagt der MetaTrader, weiß ich doch nicht, ich habe noch keine Zeit nachzugucken. So, und genauso fiel dann, also jetzt natürlich jetzt erstmal halt normal gesprochen, aber technisch ist es halt genauso. Das heißt, die Informationen waren einfach nicht da und keiner wusste, dass sie halt nicht da sind. Und das Gleiche gilt halt für das Eröffnen von der Position. Da kommt, es ist das gleiche Spiel. Man macht eine Position auf, fragt die Daten ab und die Daten sind einfach noch nicht da. Und die werden dann halt irgendwann nachgeliefert. Und das konnte man vorher, konnte man generell wählen, ob man jetzt asynchron, ne, so nennt man es ja, ich schicke erstmal halt, ich sage jetzt erstmal, ich kaufe und dann lasse ich den Server das machen, wann er Zeit hat. Und sobald dann halt die Rückantwort kommt, dann heißt, ey, ich habe gekauft bei sowieso, das ist asynchron. Und das war vorher strikt getrennt. Und MetaQuotes hat hingegangen, hat irgendwann gesagt, wir trennen das nicht mehr strikt. Wir machen jetzt einfach noch ein paar Sachen asynchron, obwohl ihr gar nicht asynchron wollt. So, und das führt genau dazu, dass ich teilweise halt einfach in der Darstellung nicht wusste, wo ist der Trade aufgegangen, wann ist er aufgegangen. Ne? Weil da wird ja nicht die Zeit gemessen und ich mit der Maus klicke, sondern man der Server sagt, da ist der Trade ausgeführt worden. Und deswegen sind sowohl die Ergebnisse plötzlich falsch gewesen, also die Trade-Ergebnisse im MetaTrader 5, obwohl es ja mal wirklich super funktioniert hat, die waren plötzlich komplett falsch, ebenso halt der Zeitpunkt. Und daher kommt es halt eben auch, dass halt eben die Punkte, die Einstiegspunkte halt nicht stimmen. So. Aber wie gesagt, das wird gerade alles behoben, es ist halt wirklich zu 90% fertig, die Geschichte, die ist nicht ganz unaufwendig, das halt zu stemmen. Und daher kommt es. Und das kann man halt auch nicht vergleichen, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber es gibt doch hier so einen Indikator, ne? Den ziehe ich mir auf den Chart, der zeigt dir das an. Ja, das ist aber auch eine ganz, ganz andere Nummer. Dem Indikator, der ist ja nicht darauf angewiesen, wann ich irgendwo klicke, aber oder der muss auch keinen Trade managen. Ich muss die Daten ja haben, um Trade zu managen. Das heißt, ich muss es in der Millisekunde greifen, wo halt hier die Maus losgelassen wurde, weil nachher irgendwann so viel, viel später mal irgendwas da halt darstellen, ist ja eine ganz andere Nummer. Und kann man halt auch nicht vergleichen, weil der Stereotrader hat ja auch ein Trade-Management. Ne? Das heißt, wie ich es ja am Anfang gezeigt habe, Break-Even und so weiter, wird ja mal alles genau mitgerechnet. Wann wurde gedreht, wann wurde ein Teilverkauf gemacht? Und das können diese ganzen Indikatoren ja nicht. Aber das hängt eben halt alles letztlich miteinander zusammen. Und deswegen ist es halt so ein bisschen nicht ganz so ohne, das in den Griff zu kriegen. Das nur, wie gesagt, mal als Erklärung. Und wie gesagt, blöd ist natürlich, dass es im Moment nicht geht, ich kann es nicht anders sagen, aber für mich und uns halt auch blöd, wenn da irgendwas geändert wurde und keiner Bescheid weiß. Und weil es ist ja quasi nicht mit einer neuen Version vom Stereotrader plötzlich nicht mehr gegangen, sondern halt mit einem Update, seit einem bestimmten Update vom MetaTrader halt nicht mehr. Aber so ist das halt. Ne? Da wird sich was Neues ausgedacht und wir haben es dann an der Backe, also wir Entwickler generell. Wir müssen halt gucken, wie wir dann damit klarkommen. Gut, ich gehe mal hier weiter durch. Also das nur kurz zur Erklärung, aber wie gesagt, ich bin da guter Dinge, dass das jetzt wirklich nur noch eine Frage von Tagen ist und dann sollte das alles der Vergangenheit angehören. Dann sollte das wirklich alles akkurat laufen. Weil das Verrückte ist ja zum Beispiel halt auch im Demo-Account funktioniert das alles ohne Probleme, immer schon, aber halt nicht im Live-Account. Okay, Peter B. Ich denke, du verstehst, dass ich diese Frage hier nicht beantworten kann. Hängt mit, ich glaube, kommst du selber drauf. Okay. So, dann noch der Lutz. Genau, wo kann man die Webinare mit Timo? Also generell hat der Timo ja auch. Ja doch, der Timo hat ja generell auch eine Gruppe beziehungsweise eigenes Produkt, eigene Community, die man wo findet, lieber Timo. Dann kann ich das hier auch mal nennen. Da kann man natürlich auch dem Timo folgen, wer das halt noch nicht kennt. Nochmal Peter hier, ne? Volumenprofil. Also hier geht's ja. Ne? Also doch, ich kann da drauf nicht eingehen. Ne? Das betrifft ja nicht FX Flat. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Okay. Florian,
Magst du mal von Timo das weitergeben, was er da gerade geschrieben hat? Ja, also jetzt wäre ich fast drauf. Ich kann da wirklich nicht, Peter, nicht böse sein. Aber das müssen wir dann halt irgendwie im direkten Support klären oder halt, aber nicht hier. Florian, mitbekommen? Ja, ich hab's mitbekommen, ich hab's mitbekommen. Ich bin nur gerade dabei, Okay, es zu super. kopieren. Okay, gut. Also, Peter, ne, du kriegst jetzt gleich hier den Link, wo du dem folgen kannst. So. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? So wie ich das sehe, sind wir nämlich hier durch. Ach, guck mal, herrlich, wie das alles fällt hier. Genauso wie es sein soll. Das ist doch echt schick. Das ist ja mal richtig schick. So. Ich weiß ja nicht, ob hier sind ja ein paar aus der Gruppe auch dabei, aber das war ja schon so der Plan, ne? Also nichts hier, gut, neues ATH hat er gemacht von mir aus. Aber halt generell runter, runter. Das funktioniert so nicht. Komm, wir gucken. Ja, der DAX klemmt noch ein bisschen. Da sollte der eigentlich schon irgendwie viel früher stehen. Aber gut, wir machen jetzt ja hier keine Handelsbesprechung. Das machen wir ja morgen früh. Also, damit sind wir erstmal alle Fragen hier durch. Da wir ein bisschen früher angefangen haben, ist ja vielleicht auch nicht schlimm, wenn wir ein bisschen früher aufhören. Der Florian ist bestimmt auch nicht böse drum. Oder hast du noch was, Florian, von deiner Seite? Nee, ich habe tatsächlich nichts. Okay. Außer. Gut. Ja, dann gibt es dem wenig hinzuzufügen. Außer wie gesagt, wer möchte, morgen früh, ist doch morgen früh, ne? 8:45 Uhr, machst du das auch, Florian? Ja, klar. Morgen früh sehen wir uns wieder. Okay, also morgen früh um 5:30 Uhr hier bei FX Flat. Machen wir Das die war knapp. asiatische Mittagspause, Live-Trading. Hast du doch gewusst, oder? Machen wir Spezial-Webinar. Okay. Nein, Spaß. Also, wir sehen uns, wer mag, morgen früh zum Live-Trading hier mit FX Flat und meiner Wenigkeit um 8:45 Uhr und versuchen, wie immer, wie jeden zweiten Dienstag, den DAX einzufangen. Das heißt, nicht nur Marktbesprechung, sondern wenn es der Markt hergibt, und das macht er auch meistens auch entsprechend mit Live-Trading. Wäre schön, wenn ihr dabei seid. Ansonsten mache ich nämlich jetzt hier an dieser Stelle, würde ich dann soweit auch dicht machen. Bedanke mich dafür, dass ihr zahlreich dabei gewesen seid. Ich hoffe, es konnte ein bisschen was helfen. Es konnte ein bisschen was helfen. Das klingt komisch, ne? Ich wollte eigentlich sagen, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was helfen. Das Webinar konnte ein wenig was helfen. Ja, wir sind soweit ja mit allem hier durch. Also wie gesagt, auch was jetzt natürlich das Update angeht, das wird natürlich angekündigt. Wir werden noch ein bisschen testen mit ein paar Leuten. Aber das wird und darf nicht mehr lange dauern. Und ich habe es ja gerade erklärt, warum es so ein bisschen da halt nicht leider nicht ganz so schnell vorwärts geht, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber soll ja auch gut werden und von daher informiert werdet ihr entsprechend sowieso. So, und dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs dabei gewesen sein. Ich habe heute, weiß ich nicht, ist spät, ist dunkel, ich bin durch. Und Florian, natürlich auch an dich. Danke für das Moderieren und an Ich. FX Live fürs Veranstalten. Gerne, Du hast gerne. das letzte Wort. Ich sage nämlich an der Stelle Tschüss, bis morgen früh. Genau, ne? Also auch auf jeden Fall danke von meiner Seite aus an alle Teilnehmer. Eine kleine Info noch, vielleicht auch noch an Dirk. War das letzte Helpdesk-Webinar für 2020. Dementsprechend, das nächste wird erst im Januar dann wieder sein. Das Ganze wird eine neue Veranstaltung von GoToWebinar. Dazu bekommen Sie noch einen Link von mir zugesendet. Da müssten Sie sich gegebenenfalls, wenn Sie denn natürlich auch daran teilnehmen wollen, noch einmal für anmelden, damit Sie dann auch im nächsten Jahr wieder bei den Webinaren Helpdesk mit dabei sein können. Gut, Dirk, ich würde sagen, wir hören uns morgen. Den Teilnehmern wünsche ich noch einen schönen Abend und das wäre es von mir. Bis dahin.
Ciao, ciao.